Hallo meine Lieben, ich hatte es schon im vorherigen Video angedeutet, dass es leider immer näher kommt, dass der Euro verschwinden wird, der Dollar sowieso. Die Japaner haben schlau gemacht, die wissen, eigentlich sind die Japaner mit am hochverschuldetsten. Die wissen, wie Geld gedruckt wird, gemacht wird, deswegen denken sie sich, ach, ist doch scheißegal, wir drucken und pressen weiter Geld, kein Problem. Aber jeder bekommt dann seine Rechnung. Jetzt ist die Frage, ob jeder seine Rechnung bekommt, ist die Frage, ob das wirklich so ist. Weil, wem interessiert? Merkel macht Schulden ohne Ende, wie noch nie in Germany, gab es noch nie so viel Schulden. Ja? Und USA, die ganze Welt, das Gleiche. Ja? Und die Idioten Türken, die der Staat versucht zu sparen und hat keine Schulden mehr beim IWF. Ja? Und hat natürlich auch Schulden, denn Geld ist ja Schulden. Viele wissen das ja nicht. Ja. In der Schule wird ja sowas nicht beigebracht. In der Schule wird nicht beigebracht, wie Geld entsteht. Geld entsteht durch Schulden. Das muss man mal allen beibringen. Das heißt eigentlich, verteil Geld, die Leute sollen was kaufen. Ja, dann steigt die Inflation. Ich weiß, tut man nicht auf 10 Mal klug. Ja, ich bin nicht blöd. Ich habe locker über 100 Videos gemacht über Geld. Und auch locker 30 Videos gemacht, dass Geld schlecht ist und dass ein System ohne Geld herkommen muss. Ja? Nein, ich meine hier nicht DDR 2.0, weil dann immer als Antwort kommt, das hat auch schon mal nicht funktioniert. Hey du, meinst du, es gibt nur zwei Versionen? Hä? Es gibt nur das Geldsystem und dann die DDR oder was? Hä? Du hast keine Ahnung. Ja? Es gibt paradiesische Verhältnisse, wenn es nicht so ein Geldsystem, wie wir es aktuell haben, geben würde. Ganz einfaches Beispiel. Alle Jobs, die nicht Spaß machen, werden wenig bezahlt. Und alle Jobs, die Spaß machen würden, werden mega bezahlt. Was ist denn das für eine Logik? Ja? Was ist das für eine Logik? Altenpfleger, Krankenschwester würde bestimmt gern auch Bankster machen. Ja? Und dann halt fett Geld bekommen, ja? Die haben einen einfachen Job. Die Bankster, haltet doch die Klappe, sagt mir bloß nicht, dass sie einen schweren Job haben, ja? Auf keinen Fall so schwer wie Müllmann oder was auch immer, ja? Oder Dachdecker oder Maurer oder Krankenschwester oder was auch immer, ja? Diese Logik passt einfach nicht. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. In diesem Thema geht es darum, dass ihr euer Geld in Sicherheit bringen sollt. Ja, das sagt man ja schon seit Jahrzehnten, dass das pleite gehen wird. Aber jetzt, Entschuldigung, jetzt ist ja wohl klar, dass dieses Jahr es passieren wird. Das ist ja wohl klar, denn die haben ja diese Corona-schwachsinnige Scheiße ja nur dafür gebracht, um diese Pleite dann auf Corona zu schieben, ja. Wer kennt Schlafschaf-TV? Schlafschaf-TV, da hat das Schlafschaf gesungen. Schuld ist Corona. Ja, ich mach den Link rein, unten. Okay, Leute, also. Handelsblatt. Ne? Verlust des Euro wäre die wahre Hölle. Ja, Verlust des Euro. Was heißt hier Verlust des Euro? Nicht Verlust, sondern der Pleite gehen werden die Länder, ja. Schau mal, Commerzbank, ja. Commerzbank wurde schon zweimal vom Staat gerettet, ja. Und jetzt tun sie immer noch Filialen schließen. Ja, wie viele Filialen habt ihr noch? Das stimmt doch alles nicht. Trotz Corona-Krise wahrscheinlich nicht pleite gehen. Also wenn ein Business Insider, also ein offizielles Mainstream-Magazin schreiben tut, warum Euro-Staaten trotz Corona-Krise wahrscheinlich nicht pleite gehen, ja, nicht, dann wisst ihr, was das bedeutet. Wahrscheinlich, hätten sie das wahrscheinlich weggelassen, wären sie wahrscheinlich jetzt haftbar. Man muss immer hinter die Zeilen schauen, meine Lieben. Immer hinter dem Vorhang schauen. Und aktuell, wenn ich die Tagesschau anschaue, dann wird mir ganz, 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 ganz übel. Ganz, ganz übel. Ganz, ganz übel. Kann man sich nicht antun. Ja?
Aber hier, heute geht es nicht um irgendwelche Idiotensender oder irgendwelche Krankheiten, sondern hier geht es nun um die Europleite. Und was kann man dagegen tun? Also, was kann man dagegen tun? Wie kann man sein Geld in Sicherheit bringen? Tja, das Beste ist halt eine Immobilie. Warum? Ich könnte sie selber nutzen. Als Beispiel, ja, als Beispiel. Ich habe ja gesagt, dass letztes Jahr und vorletztes Jahr, seitdem ich ja in Alanya bin, haben ja meine Kunden Immobilien gekauft. Und die zum Beispiel vom letzten Jahr, das eine war für 42.000 Euro, das andere war für 35.000 Euro. Ja, das waren günstige. Damals gab es noch günstige Dreizimmerwohnungen, ja. Beides waren Dreizimmerwohnungen. Die anderen Sachen will ich gar nicht erwähnen. Diese zwei als Beispiel, ja, die sind jetzt beide, kannst du sagen, fast das Doppelte wert. Ja. Fast das Doppelte. Hat Gold innerhalb von einem Jahr das Doppelte geschafft? Fragezeichen. Nein. Mit Bitcoin braucht ihr mir gar nicht kommen. Ja. Bitcoin kannst gar nichts damit anfangen. Kannst du dich auf Gold draufsetzen oder draufliegen und drin schlafen und schützt es dich vor Regen und so weiter? Nein. Kannst du es irgendjemandem ausleihen und der macht dann, dem nutzt es dann irgendwie, ohne dass er was verändert oder davon was wegnimmt? Nein. Bitcoin, bitte, kommt mir nicht mit Bitcoin. Macht euch in Bitcoin, wenn ihr wollt. Ihr werdet alle, naja, anderes Thema. Also über Bitcoin zu reden, ja, weil manche meinen, du hast keine Ahnung von Bitcoin, Ali. Halt die Fresse, ich habe zig Videos über Bitcoin gemacht. Und Bitcoin, wer schon meint, das erklären zu müssen, dass es was wert ist, ist entweder ein Bitcoin-Händler, ja, oder sein Gehirn ist in der so eine Art Substrat, was in der Erde verteilt wird und der das irgendwie dann beim Ausrutschen irgendwie sein Gehirn irgendwie, da ist nichts, ja. Wer da über Bitcoin irgendwie mir erklären will, dass das was wert ist, kannst vergessen. Ja, kannst vergessen. Also, für mich sind Wertsachen Sachen, die was wert sind, ja. Und alles, mit dem man was anfangen kann, das ist für mich eine Wertsache. Ja. Da ist sogar ein USB-Stick mehr wert, als wenn ich Bitcoin als Tauschding nehmen würde. Ja. Oh, ein USB-Stick, da kannst du ein paar Filme drauf tun, Musik drauf tun. Was meinst du, was der USB-Stick wert ist, wenn die Idioten mit ihren Clouds von Apple oder von anderen, also ich habe nichts auf Clouds, ja. Was meint ihr, wenn da mal irgendwas verschwindet? Ja, ist ja schon passiert. Ja. Das sind Firmen, die das angeboten haben, sind verschwunden oder haben gesagt: Ja, wir löschen das jetzt, weil wir müssen die Preise erhöhen, wenn du nicht mitmachst. Ne? Ist alles schon passiert. Und zack, auf einmal sind alle Sachen weg. Ja. Und stell mal vor, wir leben in einer Zeit ohne Internet, ohne Internet und ohne Clouds. Da kommt dann auf einmal einer her und hat eine Festplatte mit 4 Terabyte oder 10 Terabyte voll mit Serien, Filme, Musik, die neuesten Sachen. Der ist Millionär, mein Lieber. Der ist Millionär. Hundertprozentig. Ja. Was meinst du, wie du flennend an seine Tür klopfst und sagst: Bitte spiel mir auf meinen USB-Stick die Folge von Staffel 4 von Game of Thrones. Die fehlt mir noch. Der zahlt dir was auch immer. Glaubt mir, Leute, glaubt mir. Ich weiß es. Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil ich durch mein Wissen während meiner Militärzeit, das waren nur 3 Wochen übrigens, ich will nicht angeben, nicht einmal das Klo putzen musste. Und warum nicht? Weil ich vorausschauend, ich hatte bezahlt Militär gemacht, dass ich nur 3 Wochen musste, 5.300 Euro habe ich bezahlt, 2007 war das in Burdur, in der Türkei. Weil ich vorausschauend war und habe mir, wie viel waren es? Knapp 50 CDs, das waren CDs, damals hatten wir noch keine DVDs zum Brennen oder ich war mir zu so teuer, hatte ich 50 CDs mit verschiedensten Pornos draufgebrannt, ja, Pornos, und bin dann zum Militär und habe das dann den Vorgesetzten gegeben, ja,
Und vorausschauend, wie ich war, habe ich nicht das Gleiche immer kopiert und draufgebrannt. Das wäre viel einfacher gewesen für mich. Nein, ich habe immer verschiedene Sachen drauf. Und das war das Gute, dass ich es auf CD gemacht habe, weil da passt ja nicht viel drauf. Ja? Also mussten sie immer wieder anklopfen bei mir. Und während andere die Toiletten die Scheiße abwischen mussten, während andere irgendwelche Straßen kehren mussten, ja, ja, musste man beim Militär, muss man halt, war ich eigentlich im Büro neben den Leutnant oder was auch immer da gehockt, ja, und mit einer gequatscht und so, und hat er gesagt, ja, geh halt mal raus, trink einen Tee irgendwo und komm halt wieder, wenn es Feierabend ist. Ne? So ging es mir, also, stellt euch mal vor, ich hätte da Bitcoins gehabt, da hätte er mich gefragt, was ist denn das? Ja, musste ich ihn erstmal erklären und was er damit macht. Vergiss es, der hat mir einen Arschtritt gegeben und mir wahrscheinlich auch noch die 10 Jahre die Toiletten wischen lassen. Ja? Und das gleiche mit Gold. Ja, was, wenn ich ihm Gold geschenkt hätte, aber bin ich blöd, aber wäre ich ja pleite. Ja? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ja? Das macht ja keine Freude. Okay, jetzt habe ich ihm Gold geschenkt, als Beispiel so Mini-Münze, wo mich 50 Euro gekostet hätte, als Beispiel, ja. Und okay, oh, danke, Ali, aber dann kommt das so bestechungsmäßig rüber. Versteht ihr mein Deutsch? Euer Gehirn funktioniert nicht. Ihr versteht nicht, worum es geht. Mensch, versteht ihr? Wenn ich aber dann ihm eine Porno-CD gebe mit wunderschönen, ne, und er das sieht, dann ist er praktisch mit mir Kumpel. Versteht ihr? Wir sind dann auf einmal Kumpel. Versteht ihr die Psychologie? Ja? Versteht ihr das? Und komm doch mal mit Geld zu ihm. Der wird sagen, spinnst du? Willst du mich Ding? Da kommst du in den Knast. Verstehst du? Geh mal mit Geld zu ihm und sag, hier sind 500 Euro. Ich möchte kein Klo wischen. Der wischt dir eine und steckt dir den Geldschein in deinen Arsch. Ja? Ja. Wegen Militär habe ich ja auf meiner Facebook-Seite Haufen Fotos. War lustig, war wirklich eine gute Zeit. Und ich sag euch, das Essen war der Hammer. Wir haben Dreier-Menü immer gehabt. Ja. Suppe, also wirklich gute Suppe, dann eine Hauptspeise und immer Nachspeise. Es war toll, die 3 Wochen waren wie Urlaub. Und manche, mit denen ich dann in Deutschland geredet habe, ach, ich komme gerade vom Militär, und die haben dann gesagt, oh, das war so scheiße bei mir. Ey, was war denn da scheiße? Ach so, ja. Ich habe vergessen, ich habe ja keine Scheiße gesehen. Also, versteht ihr, ich weiß, was Tauschmittel sind. Ja? Und eine Dame oder ein Herr aus der Kriegszeit, der weiß es natürlich noch besser als ich. Ja? Der weiß es noch besser. Der kann erst recht gar nichts mit Bitcoin anfangen und der kann auch erst recht gar nichts mit Gold anfangen und auch nicht mit wertlosem Papiergeld, was damals verbrannt wurde, weil es einfacher war, das zu verbrennen. Leute, ich weiß schon, ich habe im Hintergrund gehört und gefühlt, wie ihr, als ich gesagt habe, er konnte mit Gold auch nichts anfangen. Ich habe schon gefühlt, wie ihr dann innerlich sagt, Ali, das, nein, ihr müsst immer bitte nachdenken und euer Gehirn einschalten. Wenn es eine Zeit gibt, wo dann jeder Gold nur gesammelt hat und Gold versteckt hat und aufgehoben hat und auf einmal brauchst du Brot, ein Leibbrot, und dann kommst du und hast kleine Goldstücke, ja. Jetzt hat der Typ schon zig Goldstücke, bräuchte aber ein Ei, ja, der dir das Brot geben will. Versteht ihr, worauf ich hinaus will, ja? Ich habe gehört, dass in München einer für eine Zigarette ein Goldstück im Finger, in Größe von seinem kleinen Finger, jemand gegeben hat für eine Zigarette, ja. Ja, Leute, ich erzähle keinen Scheiß, schaut nach. Wenn dann jeder mit Gold auf einmal kommt, ja, und du hast ein paar Hühner, dann sind deine Hühner Gold wert. Ja, versteht ihr? Und dann läuft einer hin und hat Bitcoins dabei. Oh Gott, ey. Und die denken wirklich, Bitcoin ist was wert. Oh Gott. Okay, zurück zu meinem Thema. Also, ihr riecht es auch alle. Nein, ich war nicht auf dem Klo. Ihr riecht es auch alle. Der Euro ist bald nichts mehr wert. Ja? Der hat ja sein Geld, seinen Wert sowieso schon verloren gehabt. Und verliert ihn immer mehr. Als einfaches Beispiel, dass Euro seinen Geldwert verliert.
Ganz einfaches Beispiel. Du konntest früher, nee, ich gehe nicht mal zu D-Mark-Zeiten, das wäre dann noch schmerzhafter, daran nachzudenken. Als Beispiel Euro, ja. Eine Wohnung hatte 300 € gekostet, eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Nürnberg, an einer guten Straße. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung, 300 €, die ordentlich war. Diese Wohnung, die gleiche Wohnung, hat dann nach knapp 3 Jahren 600 € gekostet. Ja, ich weiß es, ich erzähle doch keinen Scheiß, ja. Ich habe das selber miterlebt, ja. Was sagt mir das? Das sagt, dass die Wohnung mehr wert ist als der Euro. Denn die Wohnung ist immer noch da und jeder will sie haben, ja. Der Euro ist aber auf einmal, musstest du mehr Euros arrangieren, ja, weil den keiner will. Versteht ihr die Logik? Also, was ist der Euro? Der Euro verliert und verliert und verliert immer mehr an Wert. Und sie haben es ja schon geschrieben. Ihr kennt doch diese Liste. Bei Alitube gibt es diese Liste, wo drin die Reihenfolgen drin stehen. Was wird zuerst passieren? Ja? Und jetzt kommt dann bedingungsloses Grundeinkommen und dann die Verchippung und du kriegst dann nur dein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn du auch brav beim Impfen warst, wenn du auch brav in der dein Kind da und dahin gebracht hast in die Schule und wenn du brav mitläufst bei Christopher Streets Day, dann kriegst du dein bedingungsloses, ja. Und was meinst du, wie schnell du das machst, wenn jeder nur noch eine bestimmte Menge hat? Und dann soll er auch noch im Supermarkt von über 20.000 Artikeln, soll ja nur noch 800 Artikel übrig bleiben, also die lebensnotwendigsten, also Käse nur noch zwei Sorten, ja, statt wie jetzt um die 80 Sorten. Und das soll alles kommen. Und jetzt passt auf, jetzt komme ich zur Sache. Wir hatten in Deutschland, das Katasteramt in Deutschland ist, Katasteramt in Frankreich wurde es von Napoleon gegründet, das Katasteramt. Es ging immer nur um Steuern, ja, damit man Steuern dafür bekommen konnte. Ja. In Deutschland, Preußen, wurde es um 1900 eingeführt. Ja. Ging auch nur um die Steuern. Hier 1772 in Preußen und in ganz Deutschland 1900. Ja. Und in Griechenland, da hatte ich einen Fehler gemacht. In Griechenland 2017 hatte ich gesagt, nein, das war zur Krise Goldman Sachs, Lehman Brothers, Entschuldigung. Und 2008 haben sie Grundbücher eingeführt und haben geschrieben, hier steht es, knapp 180 Jahre nach dem Osmanischen Reich haben die Griechen das Katasteramt gegründet. Ja, also 2008. Und da haben sie den Leuten gesagt, pass mal auf, Millionen von Leuten haben sie dann gesagt, ihr müsst alle euer Grundstücke abmessen und kommen und es eintragen lassen. Wenn ihr zu spät kommt, dann gibt es 1.500 € Strafe oder ihr verliert die Immobilie. Könnt ihr das vorstellen, was die für einen Schwachsinn gebracht haben? Es gab nur 100 Anmeldestellen, ja? 100 Anmeldestellen für mehr als 7 Millionen Immobilien. Ja? Was das für ein Ansturm war, die Leute sind über Nacht auf den Straßen, haben sie übernachtet, um das Ganze zu bewältigen. Ja? Könnt ihr euch das vorstellen? Also, jetzt passt auf. In Frankreich durch Napoleon 1790, in Deutschland 1900 und seit wann gibt es das Katasteramt von den Osmanen, also den Türken? Ja, wir haben hier Kataster, Einträge vom Tapu, heißt es auf Türkisch, Tapu ve Katastro, Genel Müdürlüğü im Archiv Osmanlı döneminde über 831 von vor osmanischer Zeit, also es war sogar noch davor, und zwar im 15. Jahrhundert und im 17. Jahrhundert. Ja? Also im 15. Jahrhundert
gab es die ersten Grundbücher. Ja. Und es gibt auch Israel und Palästina waren ja auch alles mal Osmanische Reich. Und da haben die Menschen immer noch Grundbücher vom Osmanischen Reich. Und die Türken haben ja damals, bevor Atatürk diese verschandelte Schriftart eingeführt hat, hatten wir die arabische Schrift, diese wunderschön geschwungene, ja. Manche Atatürk-Fans, ja, finden das ja immer noch gut, aber ich muss sagen, ja, hier wieder uralte, eins von 1671 wurde gefunden, ein Grundbuch hier, Osmanlı Miras Archiv, ne, Kudüs, praktisch Palästina, uralte Grundbücher. Ja. Die Grundbücher sind in der Türkei immer noch gültig. Ja. Die sind in der Türkei immer noch gültig. Wenn es mal wieder türkisch wird, gelten diese immer noch. Wenn du in der Türkei ein altes Grundbuch hast, dann gilt das noch. Ja. Wo haben wir es denn? Hier. Also, wenn du dann in der Türkei ein altes Grundbuch hast, kannst du es immer noch verwenden. Ja. Es gibt staatliche Archive, das sind alle mittlerweile digitalisiert. Und was ich damit sagen will, ist, bei uns gab es keine Währungsunion mit Grundsteueraufschlag und so weiter, dass du praktisch, wenn du Eigentum hattest, darunter leiden musstest. Das hatten wir nicht. Ja? Was wir haben, ist, wenn du zum Beispiel eine Wohnung kaufst, hast du ja nur einmalig diese Grunderwerbssteuer, also dass du es von Herrn Müller zu Frau Meier verkaufst als Beispiel. Und wir haben die jährliche Grundsteuer auch, wie in Deutschland, aber wir haben sie minimal. Du zahlst praktisch für 100 Quadratmeter, zahlst du gerade mal vielleicht 50 Euro im Jahr. Ne? Ich habe gehört, in Deutschland sind es 300 Euro für das Gleiche. Und was man bei der Grundbuchübergabe bezahlen muss, beim Grundbuch umschreiben, bei der Behörde, du brauchst übrigens keinen Notar, habe ich schon mal erwähnt, hier braucht man keinen Notar, wenn man Grundbuch, also wenn man was kauft und das umschrieben wird, das wird bei der Behörde gemacht. Ja. Aber die Grunderwerbsteuer musst du halt zahlen. Und da kann man nicht sagen, pro Quadratmeter so und so viel. Nein, es hängt vom Stadtteil ab, es hängt von der Größe sowieso ab und was es ist. Und es kann dir keiner sagen, was es vorher kostet. Ja. Es kann dir keiner sagen, was es dann kosten wird. Aber wie gesagt, für eine Drei-Zimmer-Wohnung um die 1500 Euro plus minus. Also, und jetzt kommt das Besondere, das wollte ich euch sagen, dass ihr auf ein Grundbuch auch mehr Leute eintragen könnt. Es müssen nicht mal Verheiratete sein. Was will ich euch damit sagen? Als Beispiel, ihr seht bei mir eine schöne Wohnung und hier ihr seht bei mir eine schöne Wohnung. Hier ganz neu habe ich gerade eine rein, 90.000 kann man runterhandeln, wie bei allen Objekten bei mir. Und ihr seht eine schöne Wohnung bei mir und die gefällt euch. Ihr seid zum Beispiel drei Kumpels und da ist eine Vier-Zimmer-Wohnung mit einem riesen Wohnzimmer. Warum nicht jeder sein Schlafzimmer haben, absperren und zu dritt diese Wohnung kaufen? Ja, dann habt ihr euer Geld in Sicherheit gebracht. Ja, also das geht, okay? Ohne Notar, ohne irgendwas. Ihr steht alle drei dann im Grundbuch drin. Also, wenn ihr Kumpels habt, die ein bisschen Geld gespart haben, bloß nicht in Bitcoin, dann bist du ein Vollidiot, der nur geohrfeigt gehört. Ja? Eher Gold, meinetwegen Gold, aber am besten ist halt nun mal Eigentum in der Türkei. Ja? Es ist so. Es ist so. Kannst du drin drauf schlafen? Das ist gut. Verstehst du? Wenn ihr wisst, alles ist zusammengebrochen, die Lieferketten, und ihr wollt nicht hungern. Bei uns habe ich ja gesagt, nebenan, wo du gerade zum Strand läufst,
wächst ein Bananenbaum oder da hängen die Bananen runter oder Orangen oder was auch immer. Das wissen alle meine Auswanderer. Das erzähle ich euch nicht einfach so. Das ist nicht gelogen, das ist wahr. Also ihr könnt hier schlecht verhungern. Und verschiedene Bäche fließen ins Meerwasser. Das beste Süßwasser fließt ins Meer. Also es wird vergeudet, ja. Und dann überall die Angler. Gehst einfach mal zu einem Fischer hin, du, ich habe Hunger. Der gibt's dir, der schenkt es dir, glaubt mir. Die Leute hier, also Leuten in Not, sofort, ja. Sofort. Da gibt es genug Testvideos. Ja? Also, was ich euch sagen will damit ist, wollt ihr euer Geld in Sicherheit bringen, dann kauft eine Immobilie. Ja? Hast du nur 15.000, hast noch einen Kumpel, der auch so was haben wollen würde. Und der hat als Beispiel 30.000, ja, dann tut ihr euch zusammen, dann kriegt er halt zwei Zimmer und du kriegst halt ein Zimmer. Was soll's? Kann man auch so im Grundbuch eintragen. Ich habe ja Ehepaare mit reingeschrieben, also Mann und Frau gleichzeitig, damit, wenn jemand verstirbt, nicht mit Erb und so weiter Probleme gibt, nicht weil die eifersüchtig sind oder Angst haben, dass der Mann dann damit abhaut oder die Frau damit abhaut. Nein, es geht darum, falls was sein sollte, dass es dann der Partner hat, der mit drin steht. Ja? Und nein, das kostet nichts extra. Es hatte mal eine Zeit lang extra einen Eintrag gekostet, aber mittlerweile ist es jetzt frei. Das kann ich euch sagen, weil ich habe meine Schulung gemacht. Ich habe meine Dokumente, meine Belege, dass ich Makler bin. Ja, da lernt man das alles. Andere hören meine Videos an und dann labern sie das schön nach, als hätten sie es selber erforscht. Und dann kann man dann eintragen, welchen Teil und wie viel. Also man kann praktisch, es sind drei Leute, dann kann man drei Leute eintragen. Versteht ihr? Die müssen mal alle drei dann auch die ganze Sache mit durchlaufen. Das heißt Steuernummer beantragen, dann Passfotos mitholen, Ausweis mitbringen und Ausweis notariell übersetzen lassen vom staatlich geprüften Dolmetscher und so weiter. Und fertig aus. Versteht ihr? Und jeden empfehle ich auch gleich, IKA mitzumachen. Ja. So, meine Lieben, also, ich habe jetzt genug Gründe genannt. Wer das immer noch nicht macht, mir egal. Ich habe dann immer ein gutes Gewissen, weil ich habe die Leute vorgewarnt. Ja. Genauso auch mit, dass ich immer schon gesagt habe, vergiss Kanada oder vergiss Paraguay. Jetzt kommen immer mehr Leute aus Kanada hierher. Jetzt hat mich eine Frau angeschrieben und eine bildhübsche. Und die hat gefragt, ob sie Leuten auch Wohnungen von mir empfehlen kann, ob sie davon was kriegt. Ja, ich habe gesagt, ich kriege 3%, wisst ihr. Und davon kann sie halt die Hälfte haben. Warum nicht? Ne? Und weil sie haben gesagt, Kanada ist zu teuer. Ja? Kanada kann man nicht bezahlen. Ob es die Wohnung ist oder Stromrechnung oder Lebensmittel, Kaffee trinken gehen oder was auch immer. Mit deinen deutschen 1000 Euro Rente kannst du da gar nichts machen. Ja. Und in der Türkei sind 1000 Euro Rente, sind fast 9000 Lira. 9000 Lira, das ist aktuell ja, fast, sag halt, das ist fast viermal so viel wie der Mindestlohn von einem Arbeiter, der damit auch noch eine Wohnung abzahlt, ja, und zwei Kinder hat. Versteht ihr? Also, ihr habt viel mehr als irgendwelche Normalverdiener hier. So, jetzt habe ich aber viel gelabert. Das war jetzt ein ewig langes Video. Und macht, was ihr wollt. Das ist euer Geld. Kauft euch was und ihr habt eure Ruhe. Kauft euch nichts. Das ist dann eure Sache. Nur wenn du dann abhaust, dann musst du halt hier wieder Kaution bezahlen, Miete bezahlen. Dann darfst du keine Katze haben oder keinen Hund haben, wenn du was mietest. So, wenn du was kaufst, hat keiner was zu melden, solange der nicht zu sehr Probleme macht. Ja? Und dann habt ihr eure Ruhe. Ja? Kann keiner euch rausschmeißen. Das ist euers. Und ihr habt viel mehr Mitspracherecht, als wenn ihr nur was gemietet hättet. Ja? Und jedes Jahr wird es teurer, die Mieten. Ist leider so. Und ihr lebt dann mitten am Meer. Okay, meine Lieben, so viel mal von mir. Ich hoffe, ich konnte euch einiges Wichtiges sagen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video.